Hallo liebe Leute, Grüße zu den Nachrichten des Tages. Sondermeldung, der Alexander Müller, das ist der da mit der Glatze, tätowiert und Raucher, der alles was ich so mag. Der wohnt, hat sich unten eingenistet. Obwohl ich den Vermieter gewarnt habe, er soll keine Raucher und nebenbei die nur Ärger machen. Und heute um 20 nach 6 bin ich nach Hause gekommen. Meine Kamera besucht, weil immer wenn er kommt, mache ich die Kamera an, weil immer wenn er mich sieht, dann beleidigt er oder schlägt mich oder irgendwas macht er immer. Und ist ein gutes Kameraobjekt. Und dann hole ich die Kamera raus, dann sehe ich, dass da zwei so komische Typen vor der Tür stehen. Ich sage, die wollen bestimmt zu ihm. Und bin da vorbeigegangen mit der Kamera an und rein und an der Treppe hoch, er wohnt unten. Und da war ich gerade an ihm vorbei, er macht die Tür auf, sieht mich, rennt hinter mir her, schlägt mich. Und dann sieht er, dass ich die Kamera an habe und dann versucht er mir die Kamera zu entreißen. Ich hatte nochmal seine Hand, ist runtergefallen. Und dann kämpfen wir da so eine halbe Minute und dann hat er die Kamera doch erwischt, weil er macht die hinter Bodybuilding im Keller da. Und dann ist er weggelaufen in seine Wohnung mit meiner Kamera und ist da reingegangen. Und ich habe währenddessen laut um Hilfe geschrieben, er wird überfallen, aber keiner hat die Tür aufgemacht, obwohl was alle zu Hause waren. Und dann bin ich rausgegangen, extra, ich dachte, die stehen da vor der Tür. Und der eine kam dann rein zu ihm, der Coachmann, und da waren die jetzt zu zweit drin und sein Bruder kam auch, dann waren die zu dritt da drin. Und dann ist die Polizei gekommen, ungefähr 3-4 Stunden später, extra aus Beckum, Nachbarschaft, weil die Ölder hatten keine Zeit. Und dann habe ich denen das erzählt, dass er mich überfallen hat, mich geschlagen hat, meine Kamera geklaut hat. Und die haben das aufgenommen und habe gesagt, jetzt will ich meine Kamera zurück. Ja, wir werden mal da klingeln. Ich sagte, mach nicht auf. Und genauso war es geschehen, hat nicht aufgemacht, Licht ausgemacht, tut so, als wenn er nicht da wäre. Und dann sagte er, hat sich schon mal angezeigt, und dann sagte er, er ist mit Freund anderen gewesen. Deswegen muss man Handyortung machen, wenn der einschlägt. Und dann hat er die Kamera geklaut, das war diese hier, die habe ich schon ein paar Jahre, damals 80, 85 Euro, jetzt gibt es die ungefähr für 60 Euro, hat er mir geklaut, so eine kleine Minikamera hatte ich dabei, die hat er mir geklaut und jetzt hat die Polizei Anzeige geschrieben, ich habe noch Anzeige und bei dem Kampf wurde ich verletzt, da bin ich blutig, der Fingernagel ist abgebrochen, ich mache noch Fotos, gehe morgen zum Arzt als Beweismittel. Und die Staatsanwältin hat schon zwei Staatsanwältinnen, Anwälte da beim Staatsanwaltschaft Münster, haben mir vor ein, zwei Wochen geschrieben, das ist eine Nachbarschaftsstraft, ich bin nicht groß verletzt, das ist keine Straftat. Also darf man Leute schlagen, ohne dass man das was passiert. Da habe ich den Polizisten das erzählt, dann darf ich sie jetzt schlagen. Nee, ich bin öffentliches Recht, man darf nur Leute schlagen, die nicht im öffentlichen Recht sind. Ganz normale Leute darf man schlagen, da hat überhaupt keine Auswirkung, wenn man nicht groß verletzt wird. Darf zwar wehtun, aber nicht blutig, blutet sie hier und dann hat das keine Auswirkung. Und zwar werde ich diese zwei Staatsanwältinnen auch noch anzeigen, deswegen, weil die das eingestellt haben. Und er war ja schon mal vor Gericht, als er mich geschlagen hat und hat da einen Zeugen gehabt, dass er beim Angeln war und der Richter und der Staatsanwalt glauben den noch. Und da hatte ich vorher vergessen zu beantragen, eine Handyortung. Das nützt sich, wenn man es beim Gericht sagt, die Richter sind zu doof, die sind nicht flexibel, alles muss man vorher beantragen. Und wenn man beim Gericht was Neues sagen will, dann zählt das nicht mehr. Und so, das waren die Nachrichten. Ich melde mich mal, was daraus geworden ist. Und unter dem Video seht ihr, wie er mich vor zwei, drei Wochen im Keller geschlagen hat. Das Video, wo er mich jetzt geschlagen hat, wollte ich auch ins Internet setzen und als Beweismittel nutzen. Also, Glatze tätowiert Raucher, da habe ich, ihr kennt mich ja, ne? Und jetzt wisst ihr auch, warum ich solche Leute liebe. Und das wusste ich vorher schon. Und genauso ist es gekommen. Okay, das war nun der Nachrichten. Der nette Herr Alexander Müller. Hat mich überfallen und meine Kamera geklaut. Mal sehen, was das für eine Strafe gibt da. Sonst zeige ich dann die Staatsanwälte und den Richter an. Bis zum Bundesgerichtshof, EU-Gerichtshof. Anzeige ich Prozessgröße in den Netflix, bis zum EU-Gerichtshof. Okay, tschakka.